Hier ist Andreas Fröhlich. Und wenn ich Freizeit hätte, würde ich wahrscheinlich, unter gewissen Umständen, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte, die Zentrale mit Thomas, Benjamin und Olli hören. Thomas erinnert mich ein bisschen an Justus. Der hat auch viel Hintergrundwissen, liefert stets tolle Fakten, hört sich selbst gern reden und ist ein echter Klugscheißer. Ich finde, nirgends bekommt man als Hörer so viele provozierende Mistfragen geboten wie hier von Benjamin bei die Zentrale. Olli. Also Olli ist immer alles egal. Mir zum Glück nicht. Aber jetzt mal so ganz unter uns, warum sollte ich bei diesem unbekannten Podcast irgendwas einsprechen? Das hört doch eh kein Mensch. Euer Andreas. Herzlich willkommen zu Die Zentrale, Folge 1000. Und zwar besprechen wir heute das Kabinett des Zauberers. Und mit dabei am Tisch ist Oliver Hecke. So, Benjamin, so hättest du ja nicht anfangen dürfen, weil jetzt stelle ich dir die Frage, bitte. Die wievierte zentrale Folge ist es denn heute wirklich? Okay, hast du mir nicht zugehört? 1000. Ach so, dann war das ist aber für 5 Jahre wirklich ein straffes Kontingent. Ja, ich finde, wir haben schon eigentlich fast... Also wir haben alle schon dreimal besprochen. Das wollte ich nämlich auch mal. Also wir drei Fragezeichen wollen, gibt's ja eigentlich gar nicht. Genau. Und wir sind jetzt wieder bei Folge 181, also Buch 181. Und da sind wir jetzt gelandet. Ja. Und kannst du dich erinnern, Olli, wir hatten mal einen Stream auf Twitch. War das die 50. Folge? Bestimmt. Also Rotz und Wasser irgendwie? Ich sag einfach ja. Okay. Ja. Und da hatte, glaube ich, jemand angerufen oder geschrieben, ich weiß es nicht mehr genau, und hat auf alle Fälle gesagt, er ist ein Zauberer. Da haben wir noch so gelacht. Zauberer, ja, aber man dachte wieder Thomas. Ein Zauberer, ich bin auch ein Zauberer, wenn ich will, das kann ja jeder. Und dann hat sich aber herausgestellt, er kann irgendwie wirklich zaubern. Ja. Und, ich erinnere mich dran und ich weiß genau, wie wir uns damals gewünscht haben, Mann, wäre das toll, wenn wir den mal da hätten. Aber sowas ist eigentlich zu unrealistisch. Ja, der hat ja dann noch gesagt, der wohnt im anderen Bundesland. Der wohnt im anderen Bundesland und sowieso ein professioneller Zauberer. Wie kriegt man so eine Leute ran? Ja. Also da muss man übers Management und so. Also wir hätten uns ja gedacht, okay, er kann sich ja herzaubern. Das hast du denn wieder gesagt? Ja, dann habe ich dir das mal erklärt, wie das eigentlich immer so funktioniert mit diesen Bühnenzauberern. Dass das so Tricks sind. Ja, das sind meist so Tricks. Jedenfalls haben wir gedacht, wir kriegen hier nie einen Zauberer. Ja. Also ist ja Quatsch, dass hier ein Zauberer zu die Zentrale kommt. Ja. Warum auch? Also er kriegt hier kein Geld, er würde hier kein Geld kriegen und auch sonst nichts. Also wir haben ja kaum Hörer oder so, also was will der hier? Zu welchem Anlass auch? Zu welchem Anlass, obwohl Benjamin, einen Anlass hätten wir heute, oder? Welche Folge besprechen wir denn heute? Das Kabinett des Zauberers, das sagte ich ja schon zweimal. Sagtest du schon, okay, dann hätten wir heute tatsächlich einen Anlass. Das wäre ein Anlass und ich würde mal jetzt kurz mittelmäßigen Mitpodcaster reinholen, Thomas Freitag. Hallo, ich bin auch dabei. Hi. Ja. Hallo, Thomas. Hallo, Thomas. Thomas, bist du Zauberer zufällig? Nein. Also ich verzauber zwar meine Mitmenschen, aber sonst... Welche denn? Also erbrechen? Oder, also, dass die erbrechen? Die zaubern das Innere ihres Magens nach außen. Ja, wenn du das meinst. Magier verrät nie seine Tricks. Verliert nie seine Tricks. Magier verliert nie seine Tricks, ja. Jedenfalls, Thomas, du warst ja auch damals bei dem Stream dabei und du weißt wie begeistert ich weiß auch, welcher Stream es war. Es war nicht für die 50. Folge Rotz und Wasser, es war für unsere Feuermond-Besprechung. Oh Gott, so lange her schon. Ja, über 2 Jahre. Du hast ja unsere Gesichter gesehen, also Ollis Gesicht und mein, also sowieso, weil wir immer nebeneinander sitzen und uns angucken, aber du hast ja gesehen, wie wir gestrahlt haben. Ich möchte mal aus meiner Sicht erzählen, Wir hatten dann so einen Call-In-Break mal wieder, also Ollis Lieblingsrubrik, weil da muss er nichts vorbereiten, da kann er einfach frech von der Leber quatschen. Das ist wunderbar umschrieben. Und dann rief dieser Zauberer an und... Da seid ihr sofort in den Modus von Vierjährigen umgesprungen, ne? Und dann so, ein Zauberer. Ja, und dann wart ihr sehr, sehr im Dialog mit dem Mann, der übrigens Tobias heißt, ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Ich auch nicht, ja. Da habt ihr leichtsinnigerweise natürlich ihn eingeladen und kaum 2 Jahre später sitzt er hier. Hallo Tobias.
Hallo zusammen. Ja. Hallo. Jetzt hat er auch zum ersten Mal gehört, dass er kein Geld kriegt, wenn er mich so. Das hättest du nicht verraten jetzt sollen. Jetzt hat er gehört, Zauberer sind nur für Vierjährige. Ja, also, so gute Sachen. Und dazu sage ich später auf jeden Fall auch noch was, aber ich eigentlich auch nicht. Ich würde jetzt auch wieder gehen, so, wenn ich keinen. Wir haben dich ja heute auch sowieso schon missbraucht, ne? Also, du hast ein paar Tricks vor der Kamera. Das würde ich so auch nicht stehen lassen wollen. Ja, also, nein, ist, wir haben ihn instrumentalisiert, ja. Weil wir haben ja einen Werbepartner namens Holy. Ja, Zentrale 5. Zentrale 5. Ja, danke. Bami, wie lautet denn die Webseite, die man eingeben muss? weareholy.de wahrscheinlich. Ja, / die Zentrale. Ja, siehst du? Habe ich genau gelernt jetzt schon. Richtig. Und dann kann man da leckere Getränke. Oh, scheiße, Bami, wir müssen das jetzt schnell machen. Ja. Ich habe einen Deal gemacht. Wir hatten bei Instagram einen Hörer, der geschrieben hat, er bestellt nur bei Holy, wenn du 10-mal das Wort Hydrationsgetränke sagst. Hydrationsgetränke, was findet der denn an Hydrationsgetränke so interessant? Eine Aussprache. Meine Aussprache, Hydration wird auf Hydration aussprechen. Das hast du schon dreimal gesagt. Und der Deal war, er bestellt jetzt, habe ich ihm gesagt, und dann sagst du im Podcast 10-mal Hydrationsgetränke. Also wenn er jetzt bestellt, dann... Er hat schon bestellt. Ja, also muss es gar nicht mehr sagen. Hydration und Hydration sagen, oder was? Nein, Hydrationsgetränke. Das zählt jetzt nicht. Hydrationsgetränke, bitte. Also immer Hydrationsgetränke muss ich sagen. Und Hydrationsgetränke muss ich auch 10-mal sagen. Was sind denn Hydrationsgetränke? Hydrationsgetränke, also wenn man so viel Sport macht oder so, oder wenn man so extrem viel schwitzt, wie wir heute hier alle in diesem Zimmer, dann ist gut, wenn man so ein Holy-Hydrationsgetränk trinkt. Nee, du sollst es direkt hintereinander sagen, glaube ich. Würde ich auch so. Also, wenn ihr ab und zu im Hintergrund eine weibliche Stimme hört, das bin ich. Das ist die Assistentin von unserem Zauberer. Ja, manchmal entweder eine Stimme oder mal ein Chips-Tüten rascheln. Genau. Also ich finde, Hydrationsgetränke habe ich jetzt schon sehr oft gesagt. Und man muss die nicht hintereinander sagen. Olli, du musst nicht deinen Daumen... Muss Thomas wissen, wie war denn der Deal? Er hat gesagt Hydrationsgetränke. Ich habe gesagt, so, wenn du bestellst und uns nachweisen kannst, dann wird mir 10-mal Hydrationsgetränke sein. Okay, das war, glaube ich, schon öfter als 10-mal. Ja, ich habe es mir auch lustiger vorgestellt. Ja, ich mir auch. Der Hörer mit Sicherheit auch. Ich habe mich doof gelacht. Hat sich jetzt voll gefreut. Der sitzt da jetzt mit seinem Holy und denkt sich so, boah, geil. Und dann hört er das und ist so... Nein. Da ist noch ein Hydrationsgetränk auch. Also. Aber wir haben ja heute einen Zauberer hier, den Tobias. Ja. Stell dich doch mal kurz vor, was machst du, wie lange machst du es, warum machst du es? Und warum bist du hier? Freiwillig vor allem. Genau, ich bin, wie gesagt, Tobias Waldkmann ist mein Name, das ist kein Künstlername. Aber Waldkmann, wirklich geschrieben wie der Walkman, Leute, ja? Also macht euch ruhig drüber lustig. Ja, aber mit N, ne? Nur 2 N, genau. Okay. Seit du hier bist, also wir sitzen ja schon seit über 2 Stunden zusammen, haben schon so privat geschäkert und so. Ja. Seitdem will ich den Gag machen. Kennst du das Ärzte-Lied hier von Teenager-Liebe? Ja, klar. Ja, mit dem Ende dann. Wie nennt man einen musikalischen Walfisch mit zum sich herumtragen? Walkman. Wie nennt man einen musikalischen Walfisch zum mit rumtragen? Na, Walkman. Haha, ich werd verrückt. Kennst du diesen Gag? Ja, doch, doch. Oh nein. Das ist ein ganz toller Witz, Thomas. Ich hab gesagt, er ist von den Ärzten, er ist nicht von mir. Ja, aber das ist schon... Der ist schon schlecht. Der hätte off-air auch ganz gut funktioniert. Ja, wollte ich aber nicht. Moment. Du sagst, du hast den jetzt mit dir rumgeschleppt, seitdem ich vor 2 Stunden hier angekommen bin. Das heißt, du warst... Seit zwei Stunden... Wir sind rumgelaufen, wir haben geshakert, wir haben alles. Du hast den die ganze Zeit im Kopf gehabt und dachte so, boah. Ich habe immer gedacht, ich darf das nicht vergessen. Den muss ich im Podcast. Muss ich drin. Ist schon stark. Also dafür war der echt schlecht. Ja. Also der Familienname ist in echt wirklich Walkman. Ja, genau, Walkman. Halt jetzt ist die Frage, ob dein Vater ja vielleicht Zauberer ist. Also, dass du wirklich ein Walkman warst und der zack. Oder es ist dein Vater Sony. Oh, Ganz kurz, Benjamin, das wirklich so gut. Du kannst Thomas nicht verurteilen für seinen wirklich schlechten Gag und dann so ein Ding nachlegen. Danke. Wirklich. Ist gar nicht so ein schlechter Gag tatsächlich. Ja, also, wow, was ist denn hier los? Erstmal Grüße an meinen Vater und meine Mutter natürlich. Von uns natürlich auch herzliche Grüße. Ja, und alle anderen. Aber mein Vater wurde tatsächlich in der Schulzeit eine Zeit lang Mr. Sony genannt. Und das ist schon wieder cool. Das ist aber ein cooler Spitzname. Ja. Nur ist halt nicht mehr meine Generation, ne? Wurde er dann auch so überfallen, weil die Leute dachten, er hat Geld wegen Sony und so? Weil reich? Es wird nicht besser. Man muss auch sagen, du bist heute nicht wegen mir hier. Aber jetzt habe ich bei jedem Joke, den du jetzt bringst, habe ich im Kopf, boah, trägt der den jetzt schon seit 2 Stunden rum? Find's raus. Die reifen bei ihm wie ein guter Wein. Ja? Nee. Gut. Nee, aber wirklich, lass dich jetzt nicht ablenken. Erzähl einfach, wer bist du, wo kommst du her, warum bist du hier? Ich komme aus NRW, aus Hemer. Mhm. Vorher habe ich in Schwerte gewohnt.
habe dort auch meine ersten Zaubererfahrungen gemacht und zaubere seit 2019. Und du bist 24 Jahre alt? Ich bin 24 Jahre alt, genau. Okay. Das fing ganz normal an, ich bin in den Buchladen gegangen, da stand da so ein... Das fing ganz normal an, wir sind keine Zauberer. Ja, wirklich. Ja, bei uns fing auch nichts normal an, würde ich sagen. Ja. Es gibt einen Zauberer, der heißt Alexander. Ja, da habe ich gerade tatsächlich vergessen, ich vergesse immer seinen Nachnamen. Der sagt, Zauberer wird man, wenn man als Kind zu viel Zeit und zu wenig Freunde hat und wenn man dann noch ein Zauberkasten geschenkt bekommt, dann ist vorbei. Wir haben keine Zauberkasten geschenkt bekommen. Aber wir sind deswegen hat es bei uns nicht ganz geklappt. Nee, aber hab mir dann dort ein Kartenspiel gekauft mit dem Gedanken so, ja okay, ich lerne mal irgendwie so einen Trick, so für eine Kneipe oder sowas. Dabei ist es dann aber nicht geblieben. Ich habe immer weitergemacht, immer mehr gelernt, irgendwann dann angefangen aufzutreten. Ich habe jetzt mein erstes abendfüllendes Programm fertig. Okay. Was ich jetzt auch nächste Woche gehen wir zur Besichtigung von ein paar Theatern bei uns in der Nähe. Ja. Wo ich mich dann so reinmiete für einen Abend und dann dort das Programm auch spiele. Wie lange geht das Programm? Mit Pause oder ohne? Insgesamt. Insgesamt weiß ich nicht. Also, der Abend selber geht anderthalb Stunden und er macht 45 Minuten Pause. Genau so ist es. Nee, planmäßig geht das Programm anderthalb Stunden, nochmal eine halbe Stunde Pause. Ah, gut. Das heißt dann so ein 2-Stunden-Programm insgesamt. Okay, aber cool. Ich muss das nochmal durch die finale Testphase laufen lassen, wo ich dann wirklich auch time, okay, so und so lange geht das, so und so lange geht das, muss ich da vielleicht noch was einschieben, da kam ich noch nicht zu. Wie machst du das denn vor deiner Familie oder wie macht man sowas? Erstmal wahrscheinlich, vor meiner Familie denke ich, werde dann wahrscheinlich zu meiner Mutter fahren, weil die ist immer extrem kritisch. Die sagt mir eigentlich immer, wenn es schlecht aussieht. Und deswegen, Junge, wie siehst du denn heute wieder aus? Ja, genau so. Es ist leider wirklich genau so. Mal was an. Es ist so witzig, wenn du wirklich deine Familie im Publikum sitzen hast, du führst einen Trick vor, du bist fertig und hörst du deine Mutter seufzen. War das peinlich. Von mir hat er das nicht. Du bist aber noch nicht vor Fremden aufgetreten, ne? Doch. Ja, wirklich? Man kann mich buchen für alles Mögliche. Kannst du dich noch an deine erste Buchung erinnern? Deine erste kommerzielle Buchung? Ja. Oh, du siehst du das Gesicht, dass ich mehr hören möchte? Also erstmal habe ich mich da komplett unter Wert verkauft, obwohl so schlecht wie es war, war schon wahrscheinlich noch zu viel, was ich bekommen habe. Wir wollen Preise. Wirklich? Ja, genau. Für mein erstes Buch habe ich 100 Euro bekommen. Okay. So eine halbe Stunde zaubern. Das ist mehr als wir für diesen Podcast in 5 Jahren. Das ist Stundenlohn von 200 Euro. Im Nachhinein, meine beste Freundin war dabei und die würde jetzt sagen, für das, was ich damals geleistet habe, war das voll in Ordnung, also für den Stand, wo ich da war. Aber seitdem seid ihr halt nicht mehr befreundet. Aber im Vergleich zu jetzt, doch leider. aber jetzt bin ich halt, also ich sehe halt jetzt drauf zurück und denke mir so, oh Gott, Tobi, wie hast du denn da gezaubert? Das kannst du doch nicht so bringen. Wie lange ging? Also wenn du sagst, du wurdest gebucht, das war dann so, wo war das? War das auf so einem Kinderfest und so? Oder? Nee, das war in Köln, das war eine Schule, wo, ich weiß das gar nicht mehr genau, ich glaube, da waren auch Erzieher ausgebildet und so weiter. Oh, die sind super. Nicht alle. Ja, sind alle sympathisch. Alle sympathisch. Alle mega, wirklich. Ja, das stimmt. Kennst du das Lied Pädagogen vom Lumpenpack? Ja, leider. Ja. Ich kenn's nicht, warte. Nee. Ist das bei Spotify? Das ist bei Spotify. Dann muss ich mir gleich mal anhören. Hab dabei Benjamin im Kopf. Ich nur bei dem Wort Lumpenpack. Wo war ich denn jetzt? Du warst auf dem Kinderfest. Ja. Nee, das waren schon Jugendliche. Okay. Also waren schon so. Oh, schwieriges Publikum, oder? Nee. Sind die nicht immer so. Ja, nee, tatsächlich nicht. Also die meisten von denen lassen sich da voll gut drauf ein. Ich meine, klar, die springen ihre Sprüche. Das Interessante ist, du warst heute den ganzen Tag mit drei 40-Jährigen zusammen. Vergleich mal. Ihr wart super. Großartig. Also ich konnte dich ja alles aufbinden. Ja, okay. Nee, das schwierigste Publikum tatsächlich. Wir waren sehr leicht zu beeindrucken. Ja. Das ist tatsächlich so. Ganz kurz, ich will da einsteigen. Ihr müsst euch vorstellen, er hat so einen Trick, den hast du, glaube ich, heute schon 30 Mal gemacht, weil wir den so gut finden. Du klappst immer dein Portemonnaie auf und dann brennt es. Ja. Und das wollten wir immer wieder sehen. Nochmal. Er hat vorhin wirklich draußen 2 Autos verschwinden lassen. War uns scheißegal, wir wollten auch mal das brennende Portemonnaie sehen. Ich habe denen einfach gesagt, boah, dreht euch mal um und dann waren die Autos halt weg. Also war ganz einfach. Okay, also Jugendliche waren ein gutes Publikum. Jugendliche und auch so in eurem Alter, aber auch Ältere sind eigentlich ein gutes Publikum. Schwierig sind Kinder. Mhm. Also für Kinder zaubern ist wirklich, wirklich schwierig. Bis zu welchem Alter sagst du ungern? 40. Okay, war aber heute dein Publikum. Nein, ich sag mal so ab
12 bis 15 so. Das ist ein schwieriges Alter. Ah, nee, das ist alles. Achso, ab da ist super. Ab super noch nicht, aber ja. Da kann man dann schon so. Okay. Auch, weil die verstehen dann ja auch schon Sachen, die schon ältere Kinder dann auch verstehen. Und kleine Kinder denken, natürlich verschwindet das. Ich kenne, habe ich das auch schon mal bei Benjamin Blümchen gesehen. Das Problem ist, dazu werden wir auch kommen, wenn wir gleich diese wunderschöne Folge besprechen. Ja. Es arbeitet ja auch viel mit Ablenkung. Ich sag hier, schaut mal da und der Trick passiert ganz woanders. Das ist auch kein Geheimnis hier. Nee, das ist. Habt ihr heute schon versucht zu entlarven, hat aber nicht geklappt. Aber Kinder lassen sich nicht ablenken. Und Kinder sind auch noch so ein Erwachsener, wenn dann mal was passiert, dass es nicht klappt, das kann immer passieren. Das passiert den Besten und auch mir. Und wenn dann mal was nicht klappt, dann ist es so, Erwachsene sagen dann so, ach ja, komm. Was ich, ein Kind, ah, schau mal, da habe ich was gesehen, das hast du doch in der anderen Hand. Und ich, ist dir da schon mal die Hand ausgerutscht? Nee. Wow, gut. Ist dir dabei schon mal die Hand ausgerutscht? Ja, seitdem bin ich kein Zauberer mehr. Nee. Man bucht mich seitdem nicht mehr. Also ich hatte das ja auch wirklich, muss ich sagen, eigentlich bis auf eine Ausnahme durchweg nur schöne Begegnungen mit Zuschauern. Okay. Also, wir wollen die Ausnahme hören. Ja. Weil wir sind so ein Podcast, der sich gerne am Leid der Menschen ergötzt. Aber ja, deswegen bin ich hier. Aber Moment, Kinder lassen sich doch richtig leicht ablenken, ja? Wenn hier so vor mir so 20. Doch, da sitzen 20 Kinder und ich sage, da ist ein Eiswagen, schnell, holt euch eine Kugel. Ja, aber das alle ist ja nicht, drehen sich um. Doch, und dann stelle ich da vorne eine Torte hin und sage, wo kommt denn die her? Dann ja, sagen, das ist, boah, Benjamin, du bist der krasseste Zauberer der Welt. Das ist aber nicht die Art von Performance, die man als Zauberer macht. Achso. Du stehst hier nicht und sagst, oh, schaut mal da. Das ist ja. Das funktioniert ja nicht, das ist ja nicht so. Das ist ja alles Performance. Aber ich Benjamin wäre ein super Kinderzauberer. Jetzt wisst ihr aber, warum Benjamin so leicht zu beeindrucken war. Aber ich kann wirklich einem Erwachsenen kann ich 20 Mal denselben Trick zeigen und der checkt gar nichts und ein Kind einmal und der so, oh, schau mal, das hat er aber so und so gemacht. Und ich so, ja. Was bist du? Es sehr gibt gut. Ein berühmtes Zauberer-Duo, das heißt Penn und Teller. Ja, kenne ich. Kennst du, hast ja. Du Fulas gesehen, die Show von den beiden? Nein. Große Empfehlung meinerseits. Diese Show ist super. Halt komplett auf Englisch. Ich weiß nicht, wie ihr da. Ich bin da nicht so. Die gibt es schon 100 Jahre. Die waren schon in den Simpsons schon dabei. Staffel 11 oder so. Teller hat auch einen Gastauftritt bei The Big Bang Theory. Da habe ich, glaube ich, gesehen, ja. In der letzten Staffel spielt er den Vater von Amy. Ich weiß nicht, wer von euch das gesehen hat. Ich glaube, wir haben. Benjamin ist hier überraschenderweise der größte Big Bang-Fan. Ja? Ich habe alle gesehen, alle Folgen, obwohl ich es ganz schrecklich finde. Ich finde so die letzten schlechter. Fünf Staffeln sind wirklich ganz katastrophal. Oh, ich fand das Ende mit Sheldon aber schön. So, das mit seiner letzten Rede, das war schon schön. Weißt du, was ich gerne gucke? Young Sheldon. Ich mag Young Sheldon, finde ich total super. Ist auch cool. Da im Hintergrund die Assistentin macht den Daumen hoch. Die Show ist super. Aber Young Sheldon hat in Penn & Teller auch einen Auftritt. Nämlich als Sheldon hier seinen ersten Pickel bekommen hat, haben die beiden auch einen Auftritt, genau. So. Und bei Big Bang Theory spielt der Teller den Vater von Amy und der wird immer von seiner Frau unterbrochen. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, der wird immer von seiner Frau unterbrochen, die Big Bang Theory Fans hier, wir werden das wahrscheinlich wissen, jetzt in ihren Podcast hören. Und das ist tatsächlich eine lustige Anspielung, weil die Bühnenfigur von Teller, die spricht nicht. Deswegen ist es ja noch mehr der Gag. Teller heißt der Erzähler, ne? Und deswegen ja, aber der stumm. Genau, der spricht nie auf der Bühne. Der kann natürlich reden. Ja. Aber deswegen wird er in den ersten zwei, drei Folgen, wo der bei Big Bang Theory auftaucht, spricht er nicht. Das sind für mich die eigentlichen Stars, die nicht sprechen. Die sind immer ja. Schön hier zu sein. In diesem Podcast-Format, nein, ne? Nein, in einem Duo. Da sind die Leute, die nicht sprechen und immer so nur so Pandemie. Dann müsstest du ja die Filme von Jay und Silent Bob lieben. Wir können das ja heute mal ausprobieren. Du sagst den Rest der Folge einfach nichts. Ich bin dabei. Nee, das Problem ist, das macht er sowieso. Irgendwie, mir ist aufgefallen, wirklich, wie oft du im Laufe der Besprechung irgendwann nichts mehr sagst. Ja, weil du mich langweilst. Das verstehe ich. Schön. Um das jetzt einmal kurz abzuschließen, weil ich merke, ihr habt auch so ungefähr die Aufmerksamkeit schon davon so viel. Ja. Das ist ja unfassbar, man kennt ja nicht eine Geschichte zu erzählen. Penn hat auch einen Gastauftritt in der Serie Modern Family. Mhm. Da sitzt er neben dem Phil Dunphy-Schauspieler im Flugzeug einmal. Nur mal kurz als Randanekdote. Kommst aber auch nur mit Serien, die wir nicht gucken. Ich wollte sagen, erzähl mal was mit dich und nicht über irgendwie Erfolg. Ja, wir wissen gar nicht, wie wir jetzt darauf gekommen sind. Weiß ich auch nicht mehr, das ist das Problem. Ja, kennst du den Zauberer Mark Weide? Ja, sicher. War ich schon bei einer Show von ihm, hab mich auch schon unterhalten. Mega, ich habe ihn auch einmal persönlich, ein mega super, super sympathischer mega Typ. Mega cooler Typ, ja. Ich bin gut mit seinem Cousin befreundet. Ah, okay. Der zaubert auch. Er wird wissen, was gemeint ist. Er hat immer so Momente, der ist nicht... Er hört ja hier rein. Genau, ja, bestimmt. Der ist nicht blöd, ja. Aber manchmal vergisst er, das zu Ende zu denken. Ist aber schön, dass er wissen wird, was gemeint ist. Unsere Hörer würden gerne wissen, was gemeint ist. Ich erzähle mal eine Anekdote. Genau, der hatte sich eine Visitenkarte gedruckt. Ja.
so schön mit seinem Bild drauf und dann QR-Code. Und ich gucke mir diese Visitenkarte und denke mir so, sag mal, da ist ja gar kein Name drauf. Warum hast du denn keinen Namen? Er so, ja, ich möchte ja die Privatsphäre noch bewahren. Er hat jetzt neue Visitenkarten, die sieht auch mega gut aus, aber war schon in dem Moment, in dem ist das ein Running Gag bei uns. Das meintest du, er hat es nicht durchdacht. Deswegen, ja, genau. Okay. Er hat. Okay, das ist das Witzigste, was ich heute gehört habe. Wirklich. Ja. Und das, seitdem ist ein Running Gag, dass wir nicht wissen, wie er heißt. Immer wenn wir ihn treffen, so, wie heißt er eigentlich nochmal? Ich würde ihn ja buchen, aber ich weiß nicht, wie er heißt. Niemand anderen. Also marketingtechnisch war das nicht das Schlauste. Als wir uns kennengelernt haben, hatte ich dann auch meine Assistentin mal die Nummer geschickt und sie hat ihn so angeschrieben, ja, ich wollte sie gerade buchen, aber ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Warum bucht sie, deine Assistentin, einen fremden Zauberer? Weil es die Assistentin ist. Das ist doch der Joke. Ach so. Oh Gott. Also, aber wir waren gerade bei dem, ich sage, das war keine schöne Begegnung. Ja, genau. Dieses Studio gerade als du gesagt hast. Ja, ganz nebenbei, wie findest du das professionelle Studio hier? Das war mega. Also, ja. Ich mag die abgedämmten Wände, auch das Mischpult hier. Ja. Ist mega gut. Ihr habt richtig Geld reingesteckt. Man muss ja sagen, also richtig, auch ein Grund, warum Leute hier bist, weil du auch ein großer Fan von unserem Podcast bist. Das verstehen wir nie, wenn Leute uns das sagen. Ja. Ja. Und ich gehe auch stark davon aus, wenn ihr nachher die 8 Stunden wieder nach Hause fahrt, dass ihr euch dann 9. Morgen. Dass ihr dann vielleicht dann noch das nochmal hier heute auswertet und sagt, ja, so geil war es jetzt auch nicht. Aber soll ich mich jetzt mal komplett outen? Bitte. Bitte. Ihr sprecht manchmal über solche Leute. Ja. Diese Leute, die Benjamin am besten finden im Podcast, und dazu gehöre ich tatsächlich auch. Was jetzt, du bist zum Beispiel einer, das mag, wenn wir Podcast essen oder was? Nee, ich bin einer, der so Benjamins Meinung häufig vertritt. Das ist ja Benzin heute hier. Ich habe einen neuen Lieblingszauber. Was hättest du dir? Wer war denn vorher dein Lieblingszauber? Diese zwei, hier, die mit der Decke immer hier so auf Instagram. Die sind wirklich witzig. Siegfried und Joy. Ja, die sind toll. Die sind wirklich süß. Wundert mich, dass du die gut findest. Die sind ja schon wieder zu Kommerz. Ich kann mich über die totlachen. Ihr habt ja, ich guck das, ich weiß nicht, das ist so eine Mischung aus, ich mag's nicht und mag es doch hier, LOL, kennt ihr ja. LOL. Ja. Und da waren die doch auch. Ja, und alleine dieser eine Sprung von dem, habt ihr das gesehen? Ja. Ich hab das, glaube ich, 20 Mal mir angesehen. Na, auch mit dem, wo man so denkt, dass er schwebt und du siehst so, wie er so eigentlich mit dem Knie und so abstürzt, ne? Das war super. Und deswegen, Zauberei hat ja auch immer irgendwie was mit Humor zu tun, oder? Nein. Sag ich doch. Nein. Aber wir haben uns heute totgelockt. Ja, ja. Ich bin auch so ein Zauberer. Ich mache das gerne mit Comedy mit dabei. Ja. Es gibt aber auch, ich kenne einen Zauberer. Weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Aber ich kenne den. Der war auch im Zirkel. Der schreit seine Zuschauer immer wütend an. Aber da wurde seine Bärmin auch gefallen. Aber das ist doch auch Humor. Ja, aber das, oder meint das ernst? Das ist anders. Der ist wirklich so, auf der Bühne spielt er einen cholerischen Zuschauer, der seine Zuschauer anbrüllt und beleidigt. Aber das ist eigentlich Humor. Ist doch großartig. Das ist extrem witzig. Stell dir mal vor, Olli, du freust dich, du gehst einen Abend ins Theater, Zauberstellung, und der kommt hin, zieh eine Karte, Bastard! Das ist doch witzig, oder? oder zieh eine Karte und gleich eine Sekunde später glaubst du, ich habe ewig Zeit? Dann gibt es so Zauberer, die machen das ganz auf ruhig und ästhetisch. Ja. So, das sind dann so Leute, das nennt man Manipulation, wenn man jetzt eine Karte hat. Mhm. Man lässt die Karte zum Beispiel einfach mal verschwinden. Oh. Und dann wieder auftauchen. Da es hier ein Hörerlebnis ist, haben die Leute nicht mitbekommen, dass er hat gerade wirklich die Karte in seiner Hand verschwinden lassen. Genau. Ja. Und dabei schwebt er 5 Meter über den Boden. Auf seinem Knie. Er ist weg. Da ist er wieder. Wow. Also hier passieren, also ihr liebe Hörer, ihr müsst wissen, ihr verstehen, seitdem ihr hier ist, passieren hier ständig merkwürdige Sachen. Sehe schon die Hälfte von meiner Hand. Zum Beispiel diese Packung hier mit den Nuss-Nougat. Schon zur Hälfte leer. Nee. Aber... Also ich wollte dich noch fragen, du machst das aber nicht hauptberuflich, du kannst davon noch nicht leben. Noch nicht, ich arbeite gerade dran, ich biete jetzt ab, ich hoffe, übernächsten Monat Workshops an. Ja. Und auch so ein Programm, wo ich dann als Mentor junge Zauberer dann unterstützen kann. Ja. Was natürlich auch alles nicht umsonst ist, ich ja auch irgendwie über Wasser halten und so natürlich. Weiter. Natürlich. Und würde, wie gesagt, auch sehr, sehr gerne bald davon leben, das ist schon ein Traum. Ja. Was machst du denn im Daily Job? Jetzt lebst du von der Assistentin. Jetzt lebe ich davon. Jetzt arbeite ich in der Jugendhilfe.
Was nochmal? Ich arbeite in der Jugendhilfe. Oh. Ja. Das ist auch doch fast ein Kollege hier. Das ist ja, ich glaube aber, wenn man also, sowas... Nee, mein Job ist schon... Also schwierige Jugendhilfe. Was soll das heißen? Sehr, jetzt ist er mir sympathisch. Ich habe eh das Gefühl, dass Leute ganz oft, die so kreativ sind und so auch so soziale Sachen machen. Ja, das ist halt... ja. Also, kommt mir so vor. Ich wollte gerade was sagen, ich habe aber auch. Also, du arbeitest mit Jugendlichen, die so schwer, die es schwer hatten im Leben, die sag ich mal so. Schwer. Also, wenn genau. Jemand zu dir kommt und sagt, oh, meine ganze Familie ist gestorben, du sagst, oh, ich habe aber hier eine Münze hinter dem Ohr. Ja. Es ist halt so, dass wir, wenn wir dort in der Jugend verarbeiten, uns auch da gar nicht so emotional reinstürzen dürfen. Ja. Das geht ja nicht. Ja, es ist ja auch sehr viel verschiedene Sachen. Du kannst ja, ich übe auch mit den Kindern dort immer meine Zaubertricks. Na, halt halt der auf. Mein erstes Publikum immer, weil Kinder sind, wie schon gesagt, sehr ehrlich. Wenn es kacke ist oder es scheiße aussieht, dann... Also sind Kinder eigentlich die besten Kritiker? Die Kinder sind immer die besten Kritiker. Ja. Und ja. Deswegen magst du die Kleinkinder nicht, die ehrlich sind. Du jetzt hast es erfasst. Aber... Zu meiner Verteidigung, ja. Ich arbeite jetzt gerade an meiner ersten Kindershow. Also es passiert extrem viel bei mir. Workshops, Mentoren, Kinderzaubershow, alles. Eigenes Bühnenprogramm. Eine Frage. Zauberer verraten ja nie ihre Tricks. Das ist richtig. Auch nicht unter Kollegen. Eigentlich. Weil meine Frage wäre jetzt, wo hast du deine Tricks her und wie viel davon hast du selber konstruiert? Ja, okay, das ist schwieriger zu beantworten. Man kauft sich Zaubertricks eigentlich hauptsächlich in einem Zauberladen. Mhm. Zum Beispiel gibt es da, mein liebster Zauberladen ist der Magic Shop. Darf da eigentlich jeder rein? Also, das ist ein Online-Shop, kannst gern probieren. Das heißt eigentlich, aber die Sache ist ja die, wenn ich jetzt wissen will, wie ein Zaubertrick funktioniert, dann kaufe ich mir einfach. Ja, richtig. Dann weiß ich, achso. Es gibt ja auch... Es war in den 90ern alles nicht so, da war wirklich alles noch magisch. Jetzt kann ich alles kaufen oder mir das YouTube-Video dazu angucken. Es ist ja so, es gibt diesen Spruch, den kennen viele nur halb. Das ist dieser Spruch, ein Zauberer verrät niemals seinen Trick. Und der geht eigentlich noch weiter, aber das wissen niemand. Und ich dachte, du sprichst sie jetzt weiter. Ja, genau. Ich will nur ein bisschen Spannung aufbauen. Ja, Mission complete. Das macht mir das so echt schwer. Ja, wir sind kein gutes Publikum, muss ich dir sagen. Ja. Wir sind auch keine guten Moderatoren. Ihr seid so blöd. Ich hab vergessen. Also, ein Zauberer verrät niemals seinen Trick, sei denn, er bekommt dafür das passende Geld. Okay, gut. Okay, also, da sind wir raus. Ja. Also natürlich kannst du, wenn du das Geld investieren möchtest, einfach in einen Zauberladen reingehen. Hier in Berlin ist einer. Aber wie schlimm zum Beispiel ist auch YouTube? Ich wette, ich könnte fast jeden Trick eingeben, also es werden Zaubertricks an der Reihe verraten. Da gibt es einen, der macht wirklich, der verrät alle Kartentricks zum Beispiel. Matthias Berger. Das ist ein Asiate, den ich gesehen habe, der auch richtig, richtig flink und richtig krass ist. Ich weiß, Shin Lim, aber der verrät es nicht. Nein, ich habe das alles schon ein paar Jahre her, als ich den gesehen habe. Also, ich sag mal so, YouTube ist gleichzeitig mega kacke und mega die Ressource. Okay. Weil, also YouTube ist nicht so schlimm, wie du jetzt vielleicht denkst. Du findest in YouTube eigentlich so gut wie gar nichts an Zaubertricks. Was wirklich, sag mal, High Quality, so die oberen Zaubertricks. Ja, hier, zum Beispiel der maskierte Magier, der verrät ja doch schon eher die hochkarätigeren Tricks. Der maskierte Magier ist wieder nochmal ein ganz anderes eigenes Thema. Das ist auch so ein Pro und Contra drin. Aber der maskierte Magier hat wirklich auch dafür gesorgt, dass manche große Zauberer ihre Illusionen nicht mehr benutzen konnten und hat dafür damit für extrem Schaden gesorgt. Er hat es aber in Anführungsstrichen auch nicht böse gemeint. Die Geschichte, die ich zu ihm kenne, ist, ihn hat angekotzt, dass alle Zauberer immer mit den gleichen Tricks kamen und er wollte die dazu zwingen, sich was Neues einfallen zu lassen. Das stimmt auch, das ist auch seine Intention gewesen. Und die zweite Intention war, er hat sich gedacht, okay, die werden irgendwann einen Zauberer finden, der das halt alles... Die Leute finde ich immer gut, so Zorro oder Robin Hood, so ich bringe alle um und klaue das Geld, um das zu verteilen. So ungefähr ist der Magier oder was? Ja, finde ich auch gut. Der wusste halt, irgendwann wird ein Magier kommen, der auf dieses Angebot eingeht und diese Tricks verrät. Und da dachte er sich, ey, okay, dann mach das lieber ich, aber dafür dann richtig. Und nicht irgendwie halbherzig oder so. Es gibt Pro und Kontras auf beiden Seiten. Ich verstehe auch beide Seiten. Aber der hat doch bestimmt Morddrogen bekommen, oder? Aus der Zunft. Also er ist auf jeden Fall überall rausgeflogen. Ja. Ist klar, wenn er alle Tricks verrät. Aus allen Clubs, der war in sehr, sehr vielen hochkarätigen Clubs drin. Ja. Aber wie hat man ihn erkannt? Der ist so maskiert. Der hat sich in der letzten Show demaskiert. Okay, das ist dumm. Ist der dämlich. Ich glaube, man wusste auch schon vorher so in Zauberkreisen. Damals war ich da noch nicht drin. Aber ich glaube, in Zauberkreisen wusstest du auch vorher schon. Also ich wusste es nicht, aber ich bin auch kein Zauberer. Aber es ist Respekt, das ist ja heutzutage tatsächlich schwierig, die Leute wirklich professionell noch zu beeindrucken in dem Geschäft. Du hast ja nicht immer so leichtes Publikum wie wir. Ja, und gerade wo man heute wirklich alles auf YouTube und so sieht, schwierig. Aber der zweite Teil meiner Frage, ob du schon selber Tricks konstruiert hast und ausgedacht hast, die dann natürlich, was da natürlich geil ist, wenn du denen keinen verrätst, dann bleibt es wirklich dein Eigentum und...
Ich habe selbst, ich arbeite gerade an ein paar Sachen, wo ich dann auch mein eigenes Gehirn so reingesteckt habe. Ansonsten ist es so, dass ich mir schon sehr, sehr viele Illusionen rangeholt habe, mir das System dahinter angeguckt habe und da dann ein eigenes Ding draus gemacht habe. Okay, das geht natürlich auch. Also das ist ja auch wichtig. Ich forme sehr, sehr wenig Illusionen, so einfach, okay, so hat der das gemacht, so mache ich das. Mhm. Weil man, ich brauche eine eigene Note. Jeder braucht eine eigene Note. Und deswegen... Entschuldigung, ich habe schon wieder, du hast gesagt, du steckst dein eigenes Gehirn rein. Dann denke ich so, das ist doch eine mega Illusion, wie du irgendwo dein eigenes Gehirn reinsteckst. Ich habe eine Publikum wie Benjamin ist eigentlich sehr gut, oder? Weil die können aus alles was machen, was du sagst. Sie freuen sich über die Begrüßung. Benjamin findet schon was. Also, Benjamin ist sowieso eigentlich das ideale Publikum. Ja, eigentlich, wenn der irgendwo, man müsste ihn klonen so 100 Mal. Ja, und du kommst auf die Bühne, stolperst schon und alle lachen. Weißt du, denkst du, okay, das war ein guter Abend. Aber ich würde gerne nochmal 20 Minuten zurückgehen. Ja. Achso, ja. Hallo! Schön, dass du hier bist. Wie nennt man einen musikalischen Wallfisch zum mit rumtragen? Na, Walkman. Haha, ich werd verrückt. Nee, du hattest mich gefragt, was denn so meine schlechten Erfahrungen waren mit Zuschauern. Ja. Ja. Da muss ich einmal kurz nochmal einhaken, denn es war keine schlechte Erfahrung mit dem Zuschauer, sondern mit dem Auftraggeber. Ah, oh, okay. Wir kamen dahin, waren nicht von ihm selbst gebucht, sondern er hat eine Firma gebucht, die dann uns gebucht hatte. Mhm. Da waren ich und noch ein Kollege. Und der hat mich die ganze Zeit von oben herab behandelt. Ja. So, der uns wurde halt gesagt, so, ey, ihr kommt dahin, da sind 200 Leute. Lauft da ein bisschen rum, macht Zauberei und dann kamen wir dann und da waren da so 10. Und das Einzige, was wir gesagt hatten, war, auch wir haben mit mehr Leuten gerechnet. Und dann hat der so mega von oben herab, oh, ihr redet unser Fest voll schlecht, so. Mhm. Und das war ziemlich eklig, tatsächlich. Er hat auch meinen Kollegen dann voll runtergemacht, weil ich war halt im Anzug, da hatte ich noch ein Outfit an. Was ich jetzt natürlich auch anhabe. Ja, wir wollen ja nicht die Illusion zerstören. Richtig, nee, ich habe das gerade ausgezogen. Es ist so warm heute. Bist du doof? Warum sagst du das? Wir wollen ja die Illusion nicht zerstören. Ich hab's an. Na gut, schaffen wir eine neue Illusion. Du sitzt jetzt hier nackt. Ich sitze nackt. Wir haben es zumindest probiert, ja. Es gibt Zauberer, der zaubert nackt, aber das ist was anderes. Ja. Ich muss mir jetzt den Gag verkneifen mit, wo ist dein Zauberstab? So, und der hat also... Und er hat es doch nicht geschafft. Der hat alles von oben herab Der hat meinen Kollegen dann auch voll angegangen, weil ich war halt im Anzug da, aber er halt nicht. Er war halt casual und das... gibt auch viele Magier, die das machen. Ja. Einfach casual kommen. Es muss nicht jeder Magier nach Magier aussehen. Ja. Ich habe das voll gerne. Ich mag das. Mhm. Aber so ist nicht jeder drauf. Aber ich muss mal was Kritisches äußern. Ich habe ja auch 20 Jahre was gemacht, wo ich viel mit Auftraggebern in der Entertainment-Branche zu tun hatte. Und zu dem Auftraggeber, zu dem Fest zu gehen, und das, ich meine, ich gehe ja dahin und kriege mein Geld, egal wie viele Leute da sind. Und dem Auftraggeber oder dem Veranstalter zu sagen, oh, sind aber wenig Gäste hier. Nee, das habe ich nicht gemacht. Da hast du mich falsch verstanden. Dann habe ich nicht wirklich falsch verstanden. Ich habe zu meinem Kollegen gesagt, auch da. Ach so. Und in dem Moment ist aber seine Schwester irgendwie hinter uns gewesen. Achso, denn es ist blöd gelaufen. Okay. Ja, obwohl ich auch sagen muss, ich finde die Aussage, hey, ihr habt 200 Leute gesagt, die hier sind. Ja. Wir haben mehr erwartet. Aber das ist eine schlimme Aussage. Nee, eigentlich kann man nicht, aber ich glaube, nee, kann man schon sagen, aber er war deswegen peinlich berührt, weil er auch gehofft hat, das wird hier ein Riesending. Er war selber mega schon mega angegriffen, weil so wenig da waren. Und dann redet mich hier auch noch der Zauberer schlecht. Ja, aber der war total übergriffig. Der hat dann auch andere Künstler, nicht nur uns, da war auch eine Stelzenläuferin zum Beispiel, der hat die aus ihrer Performance rausgezogen und gesagt, komm, wir machen jetzt ein Bild zusammen. So gar keinen Respekt gehabt, das war schon nicht schön. Alles eine witzige Vorstellung irgendwie. Ja, aber sie macht halt gerade eine Show der zieht sie an ihrer Stelze von der Bühne. Ja, aber es ist halt, wenn man dabei ist, überhaupt nicht witzig. Aber ansonsten, wie hast du denn deine Show durchgezogen an dem Abend oder Tag? Ich hab einfach weitergemacht. Okay, so, du bist durchgegangen. Es ist mir vollkommen egal, ob da jetzt 200 Leute stehen. Für mich persönlich. Okay. Es ist mir vollkommen egal, stehen da 200 Leute oder stehen da zwei. Diese zwei Leute haben genauso verdient, eine Mega-Show zu bekommen wie 200. Was ist für dich leichter, wenn es ein großes Publikum ist oder ein kleines? Weil mir ist aufgefallen, also ich dachte früher mal, weniger Leute, also ist es leichter. Ich habe dann irgendwann gemerkt, nee, umso mehr Leute sind, da ist es fast leichter. Ich glaube, beim Zauber gerade, weil... Das ist mir vollkommen egal. Ja? Wenn ich auf der Bühne stehe, blende ich das aus. Da können da drei Leute sitzen, da können da 2000 Leute sitzen. Ja. Blende das aus, ich bin dann in meiner Rolle. Oh, 20 da. Klar.
Es geht jetzt hoch bis 80 Millionen. Ich kann ja noch 10 Minuten so runtergehen. Aber immer in 100er Schritten. Immer in 100er. Ewig so weitermachen. Wie ist es bei 100.001? Oh, nee, ist vorbei. Ich habe jetzt trotzdem noch eine Frage. Also, wir machen das ja auch so ein bisschen mit dem Podcast. Wir machen das ja jetzt schon fast 5 Jahre. Oder wir machen es 5 Jahre. Genau so lange, wie du jetzt zauberst. Darf ich einmal kurz noch eine Sache einwerfen? Ja, natürlich. Dann können wir das Thema Auftrittserfahrungen vielleicht abhaken. Ja. Nämlich möchte ich auch von meinem schönsten Auftritt einmal erzählen. Oh, ja, das da bin ist ich auch. Nämlich gekommen, das war so eine Hochzeitsnachfeier, also nicht die eigentliche Hochzeitsfeier, sondern es war so nochmal und dann kam die Braut dahin und hat angefangen zu weinen, als die mich gesehen hat. Einfach nur, weil die Zauberer so toll findet und das war, oh, das, das war extrem schön, das hat mir so das Herz auch ein bisschen aufgewärmt. War schön, also das wollte ich auch mal kurz anmerken. Es gibt solche und solche Erfahrungen, aber wie gesagt, meine Erfahrungen sind bis auf dieser eine eigentlich durchweg positiv und wirklich schön. Also wir haben auch gemerkt, in den 2 Stunden, die wir mit dir verbracht haben, dass du wirklich in deiner Sache auch aufgehst und wirklich durch Blut, also Blut, wie sagt man? Blutwurst. Ich wollte sagen, Blutzauberer bist, aber mit Herz, ja, Dankeschön. Dabei, danke. Mit Herz, von Herzblutzauberer bist, das merkt man wirklich. Du bist also eine Blutwurst. Ich bin eine bezaubernde Blutwurst. Ja, schau mal. Das drücke ich mir auf. Tobias Schlagmann, die bezaubernde Blutwurst. Du wirst es hassen, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, weil so werden dich alle nennen. Vollblutzauber, das habe ich gesucht. Schön, dass wir das jetzt geklärt haben. Ja, danke. Also du musst ja aber wirklich so dran geblieben. Ich hatte früher einen Zauberkasten, ja, und der einzige Zaubertrick, den ich da konnte, war, man hatte so einen Zauberstab, der hatte oben so einen Zauberstab, also der war oben weiß und unten weiß und man hat so auf den Tisch gehauen, der ist hart. Und dann konnte man so wackeln und dann sah das aus, als ob der weiche. Also das Gleiche, was du eigentlich mit dem Stift jetzt auch gerade machen kannst. Das, krass, der Stift ist weich. Ja, genau. Kaputt. War doch mal so ein Trend irgendwann, dass das jeder so in der Schule gemacht hat. Ey, schau mal. So, aber ich bin jetzt sogar fasziniert, wenn du das machst. und weiter bin ich nicht gekommen. Nicht also, einen weiteren Trick aus diesem Zauberkasten hast du zustande bekommen? Okay, da bin ich sogar schockiert. Ich habe früher Rollenspiele gespielt. Benjamin war so fasziniert, er wollte mich auch gar nicht mehr interessiert. Das mit dem Zauberstab hat ihn gereicht. Ja. Er saß stundenlang da mit dem Zauberstab in der Hand. Wie macht er das? wie hast du das geschafft, dran zu bleiben? Also wann war der erste Moment, wo du so dachtest, so krass, ich muss weitermachen? Hatte ich nicht. Ich wollte gerade sagen, so wie er es erzählt hat, er war überzeugt von Anfang an. Ich habe mir dieses Kartenspiel geholt, wie schon gesagt, da war ich in Erfurt, meiner Heimat. Aber ganz kurz, weil du meinst, du machst es jetzt seit 5 Jahren. Wann fing das an? Schon als Kind? Das habe ich gerade nicht mitbekommen. Ich hatte als Kind auch einen Zauberkasten. Ja. Es war auch immer so ein wiederkehrendes Interesse dahingehend. Ja. Also du hast auch wirklich schon als Kind da so Tricks gemacht. Ja, okay. Hatte auch immer so einen Zauberkasten, hatte auch wirklich, also ich habe mehr gemacht als du, muss ich an der Stelle sagen. Jetzt sei nicht so frech. Ja. Ich habe das 3 Jahre geübt mit dem Stift. Er hat zwei Sachen heute schon gesagt, wo er sich bei dir eingeschleimt hat. Jetzt sei mal nicht so kritisch. Ja, aber er muss nur gute Sachen sagen. Nein, aber jetzt ernsthaft jetzt. Jetzt sind wir noch bei dem Stift. Nein, du weißt ja, du hast ja von dem Magic Shop erzählt. Ja, da war ich sofort bei meinen Magics-Karten. Ja. Ach, spielst du Magic? Manchmal. Ach, gut. Aber auch da ist es so, dass wenn ich merke, ich komme nicht weiter, ja, oder es wird nicht besser oder so, dann verliere ich irgendwann so das Interesse und denke so, ach, die sind alle besser, ich schaff das nicht. Und so, und du musst aber den Punkt dir gehabt haben, wo du einfach weitergemacht hast. Ich hatte diesen Punkt nicht, dass ich gesagt habe, ey, die sind alle besser, ich schaff das nicht. Mir war immer so klar, ich möchte besser werden. Ich möchte der Beste werden. Ich möchte mein Ding durchziehen und ich habe auch echt Erfahrungen gemacht, wo ich dann sagte, okay, das muss ich anders machen, das ist gar nicht gut gewesen. So auf der Bühne? Meine ersten Versuche mit Pyropapier zum Beispiel oder Pyrozeug. Ja, das steht ja auch auf deiner Visitenkarte hier, du machst irgendwie Pyrosachen. Ich mache ganz viel mit Feuer. Ja, ist mit dem Portemonnaie zum Beispiel. Ich kann auch nachher gerne nochmal was zeigen, ich habe noch was anderes mit Feuer dabei. Das könnt ihr dann auch gerne hochladen, wenn ihr wollt. Das ist gut, das tun wir. Oder löschen. Oh, das Feuer löschen. Aber... also da fand ich den Gag heute, sorry, muss ich kurz unterbrechen. Ein Feuerding und dann löschen. Fand ich den Gag hier mit Benjamins Umzug heute besser. Ja, den müssen wir auch kurz bringen, jetzt wo du den erwähnt hast. Thomas hat Benjamin gefragt, wie sein Umzug läuft und dann meinte Benjamin... Schleppend. Warte, lass den kurz auf die Hörer wirken. Ja. Gut, das weitermachen. Ist so schlecht. Ich wie gesagt, 8 Stunden Fahrt, ne, bis jetzt. Ich hoffe, es hat sich für dich voll gelohnt. Hat sich gelohnt, war ein Erlebnis.
Na gut, man muss, da muss man jetzt fairerweise zu sagen, du bist jetzt nicht nur wegen uns nach Berlin gekommen, du hast ja Verwandte hier. Ich habe Verwandte hier, ich besuche die gerade. Ich war im Bud Spencer Terrace Hill Shop, es hat sich gelohnt. Echt, ja? Wir waren da noch nicht. Nein? Nein. Oh. Das Schlimme ist, als Berliner hat man ja Zeit dazu. Wirklich? Ja, genau, deswegen macht man es nie. Ja? Ja, ich war zum Beispiel das letzte Mal auf dem Fernsehturm, ich glaube 1991. Ich gar nicht. Okay. Da war ich noch nicht mal geboren. Also oh Gott, bin ich alt. Willkommen beim langweiligsten Podcast der Welt. Ich mache sehr, sehr viel mit Feuer, weil das einfach so, ich weiß nicht, es hat mich am meisten fasziniert. Aber mein erster Versuch mit Feuer, es gibt Pyropapier, nennt man das. Ja. Das zündet man an, das brennt dann in einer großen Flamme und verbrennt auch rückstandslos. Mhm. Lass mich raten, das besteht fast nur aus Luft, ne? Also nur ganz wenig Trägermasse. Hast du sowas bei? Habe ich bei. Im Auto. Aber jetzt gerade in meinem Outfit. Können wir das Outfit mal anzünden? Und mein erster Versuch mit Pyropapier, da hatte ich das natürlich auch auf dem Schulhof. Ja. Hab gerade meine Erzieherausbildung gemacht, die ich abgebrochen habe, aber. Aha! Ja, also ich habe danach. Na gut, du hast auch deine Zauberkarriere abgebrochen nach dem Stift. Aber, da, also. Dafür habe ich danach angefangen, Schauspiel zu studieren. Was ich dann abgebrochen habe. Oh. Aber. Okay. Ja, gut. Also du gehst die Erfolgsseite hoch, wir merken schon. Ja, ich weiß. Also jung, ja, okay? Ich weiß. In 3 Jahren sitzen wir dann hier. Ja. Dann war ich mal Zauberer, was ich abgebrochen habe. Genau, wisst ihr noch? Ja. Ja. Nee, ich glaube, das ist aber auch so ein Ding, wenn man so in der Kunst ist, man orientiert sich erst in so viele Richtungen, bis man dann so seinen Weg findet. Ja, das kennen wir. Ja, glaube ich. Aber jedenfalls, um jetzt zu meiner Geschichte zurückzukommen, bitte. Ich saß auf dem Schulhof und habe so mein Paket Pyro-Papier gehabt. Habe ich so irgendwie für 40 Euro echt viel bestellt gehabt auch. Und zünde dann eins an, werf's hoch. Es fällt runter auf das komplette andere Pyropapier drauf. Alles fängt an zu brennen. Meine Augenbrauen, meine Haare, alles abgesenkt. Ja, ja. Und ich sitze da so mitten umringt von meinen Klassenkameraden da und so. Gut, aber es gab Applaus, oder? War schön. Ich habe mich totgelacht. Ey, wirklich. Ja, und letztes Weihnachten habe ich unsere Tischdecker gezündet. Tatsächlich. Ja. Genau, da wollte ich das Pyropapier in ein Glas werfen, habe daneben geworfen. Aber du willst in Zukunft mehr mit Feuer machen, ja? Ja, genau. Okay, cool. Das wollte ich eigentlich fragen, weil ich sag mal so, man muss natürlich auch gute Fingerfertigkeit oder auch, ich sag jetzt mal ganz plump, gelenkig sein, oder? Weil es ist ja alles täuschen und nicht da, wo du denkst, sondern eigentlich, also zum Beispiel meine Mutter hat immer gesagt, ich habe Krüppelfinger. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich das so könnte. Ich kann nein, nicht, du könntest es. Nee. Gut, danke, Benjamin. Ja. Benjamin darf das, weil wir kennen uns sehr lange. Ja. Ich könnte zum Beispiel jetzt nicht so eine Münze über die Finger wandern lassen. Das kann ich auch nicht. Vielleicht sollst du es abbrechen. Aber Münzmagie ist auch nicht mein Ding. Ich trete auch zusammen mit einem Kollegen von mir auf, dem Chucky. Ja. Schöne Grüße. Ja, Grüße gehen raus an Chucky. Grüße, ja. Hey. Grüße. Er soll mal wieder vorbeikommen. Ja, nächstes Mal nehme ich mit. Ich nehme nochmal die Folge. Schuldet mir noch Geld. Und der macht halt viel mit Münzen. Ich mache dann was mit Karten, er macht quasi nichts mit Karten. Ich mache dafür nichts mit Münzen und da ergänzen wir uns halt ganz gut. Münzen sind mir zu klein, deswegen mache ich die Münzen auch immer größer. Hast du auch Krüppelfinger? Weiß nicht. Ah, nee, das hat ganz gut geklappt. Ich hatte noch ein paar Fragen. Ich habe auch noch ein paar Fragen zu der Pyrotechnik. Entschuldigung, weil wir gerade bei Pyrotechnik waren. Oh. Heißt es überhaupt Pyrotechnik? Weil mein Onkel ist Pyrotechniker, also alles, was mit der Luft zu tun hat, was man hochschießt. Und da braucht man ja einen wirklichen Schein für. Gibt es bei dir auch Sachen, wo man was ablegen müsste, offiziell? Nö. Also du sagst einfach nö und interessierst dich nicht dafür und machst es? Oder nö, du weißt... Also ich habe noch nie gehört, dass ich da was machen müsste. Okay. Und ich kann auch einfach alles bestellen, ich kann alles... Ja. Ich mache auch Feuerspucken. Oh. Ja, zeig mal. Das würde ich ja gerne haben. Zeig mal. Sollen wir auf den Balkon gehen oder machen wir das hier drin? Kannst du auch Schwerter schlucken? Nee, das finde ich langweilig. Weil du bist ja in Schwerter aufgewachsen. Auch diesen Gag haben wir schon seit 2 Stunden gemacht. So ein Grillenzieher. Das muss man da reinbacken. Wie deine Assistentin feiert's. Ja. Was wir hier für Abgründe erleben, das ist wirklich unglaublich. Hast du es dir so vorgestellt? Ja. Nee, besser. Ich auch. Ich auch, jedes Mal. Nein, also du kannst Feuer spucken. Also ich sag mal so, ich habe eine Erwartung gehabt und die habt ihr noch nicht erfüllt. Also ihr seid noch zu gut. Nee, ich kann Feuer spucken. Ja. Und ich binde das Feuerspucken auch in meine Zauberei ein. Mhm. Doch, den habe ich selbst gemacht, den Trick.
Feuerspucker kenne ich aber. Nee, das, wie ich das in meine Show einflechte. Witzig, er tut so, als hätte er das Feuerspucken erfunden. Das ja. Ich habe das Feuer erfunden. Noch besser. Du hast das Feuerspucken erfunden. Aber nein, aber das Feuer. Aber nochmal auf diesen arroganten Ausspruch zurückzukommen. Und Schwertstock machst du auch? Nee, finde ich langweilig. Also ich ganz ehrlich. Ich finde auch Feuerschlucken langweilig. Einfach nur, weil ich denke, warum soll ich das Feuer nicht schlucken? Nicht das man Feuer schluckt schlucken, ja, man schluckt ja. Ja, aber es gibt ja auch so Feuerschlucken. Ja, das ist eigentlich nur ausmachen. Das ist für mich auch ja, langweilig, genau, muss ich ja sagen. Ihr seid das kritischste Publikum. Ich stelle mir gerade vor, wie ich mir einen 1000 Grad heißen Stab in den Schlund stopfe. Also erstmal ist der ja, nicht 1000 Grad heiß. Ja, 100 Grad, was weiß ich. Feuer. Ich Benjamin, du bist doch bei mir, ne? Ich stopf mir Feuer in meinen Mund und Olli sitzt mit dem Schreck am da. Ja, lösch das Feuer, ist so langweilig. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich würde auch mal eine andere Öffnung benutzen. Also, ich bin mir sicher, Benjamin würde mich beeindrucken. 10 Minuten gar nicht. Aber dafür hat er gerade einen Volltreffer gelandet. Zumindest bei mir. Ja, ich glaube, deine Assistentin wollte gerade Feuer spucken, hat das Feuerzeug rausgeholt. Achso, die wollte bloß in der. Ich glaube, sie will in deiner Ecke da zünden, Thomas. Ich würde sie im Auge behalten. Also, erstmal ist ja beim Feuerspucken ist ja jetzt die Frage, kann man sich da wirklich bei verletzen? Ja. Ja. Feuerspucken ist gefährlich. Ja. Ich will mal kurz angeben, dass ich habe mal was gesehen über Feuerspucken. Man, das Gefährlichste, was man dabei machen kann, ist sich vor Schreck wegdrehen. Stimmt's? Ich hätte gerne die Antwort von dem Zauberer und nicht, dass wir... Ja, darum frage ich ja, ob es stimmt. Ich finde es schön, dass du dich einbringst, aber lass es doch ihn beantworten. Olli, du musst dich mal mehr einbringen. Hast du doch gerade. Das Gefährlichste, was du beim Feuerspucken machen kannst, ist eigentlich das Zeug runterschlucken. Ja. Achso, dann bist du wieder ein Feuerschlucker, weil bist du kein Feuerspucker mehr. Ja, Olli. Was ist das? Ich hab's voll drauf. Also, was ist denn das? Spiritus? Oder? Ich benutze tatsächlich auch ein Röhrchen. Ich nehme das nicht selbst in den Mund. Ja. Einfach nur, weil wenn ich das selbst in den Mund nehmen würde, müsste ich da erstmal mir danach den Mund ausspülen ohne Ende. Ja. Weil ich benutze so ein Pulver. Mhm. Ich kann dir nicht sagen, wie das heißt. Also, der Name ist... Holy. Genau, ich benutze Holy. Zentrale 5. Neue Kraftmeldung. Oh Gott. Wie ein Röhrchen? Du hast da ein Röhrchen im Mund oder ist das Pulver drin? Ich habe ein Röhrchen, wo ich da reinpuste quasi. Einfach nur, damit ich danach meine Show gut weiter. Da ist also quasi, das ist ein Verbindungsstück. Das genau. Ist nicht selber im Mund, das ist damit eingearbeitet. Aber genau. Auch dafür braucht man keine Erlaubnis, um das auf der Bühne vorführen zu müssen. Okay, cool. Das meinten wir vorhin. Ich glaube, wenn du das wirklich professionell machen möchtest, solltest du dich mal erkundigen. Ja. Mach ich ja schon, ich mach das ja schon auf der Bühne. Lass mal den Feuerspucken. Ja, aber es geht ja darum, wenn du dich jetzt selbstständig damit machst, nicht, dass du dann plötzlich vorm Aus stehst, weil du dann den Theatersaal bezahlen musst, der abgebrannt ist. Ich glaube tatsächlich nicht. Ich muss für viele Sachen, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte Feuer spucken, ja, dann muss ich halt dafür sorgen, dass gewisse Vorkehrungen getroffen sind. Wollte gerade sagen, Sicherheitsmaßnahmen. Das auf jeden Fall. Ja. Ja, da kann ich mir vorstellen, dass man dafür eine Schulung irgendwie ablegen muss, um halt diese Vorkehrungsmaßnahmen zu treffen. Jetzt ist die Frage, ob du das machen müsstest oder der Veranstalter da, dass das alles da bereitsteht. Wahrscheinlich wird dann die Feuerwehr eingeschaltet, denke ich. Ja, aber musst du irgendwas unterschreiben, dass bei etwaigen Schäden, die durch die Zaubershow entstehen, dass du dafür haftest? Bisher nicht. Okay. Ich habe noch eine Frage und dann können wir von mir aus gerne anfangen. Ja. Wie hat David Copperfield die Freiheitsstatue verschwinden lassen? Gut, wenn du so fragen musst. Ja, nicht, ob er es gut gemacht hat, sondern wie. Das war aber deine Frage. Ja. Nochmal, wie hat David Copperfield die Freistellung gemacht? Er hat sehr gut gemacht. Thomas, merkst du nicht, dass er auf diese Frage nicht antworten wird? Also das ist ja so ein Trick, den wirst du nicht verraten, so wie der maskierte Magier. Ist ja nicht so schwer. Also, ich möchte schon mal vorneweg sagen, ich werde heute hier keine Tricks verraten. Ist auch richtig. Man kann schon mal so spoilermäßig sagen, im Hörspiel und im Buch kommen halt auch Tricks vor, die auch erklärt werden tatsächlich, vor allem im Buch. Aber ich finde sehr wenig. Weil ja, Benjamin hat das Buch gelesen, ich habe das Buch gelesen. Hat und du das Buch auch gelesen? Ich glaube, wir haben alle drei. Warte mal, drei von vier Leuten an dem Tisch haben das Buch gelesen. Olli? Ich glaube, damit ist alles geklärt. Gut. Ja, Olli hat es doch nur nicht gelesen, damit halt diese unparteiische eine Seite. Genau. Wir brauchen auch den Blickwinkel. Noch mehr Erklärung für die Zukunft. Und ich hatte das Buch aber heute in der Hand. Kurz. Oh, das ist schön. Mehr als an manch anderen Tagen. Aber also, ich muss doch nur eine kleine Zwischenfrage stellen. Wenn ich jetzt Zauberer wäre, ich würde jetzt zu Hause bei meiner Freundin oder sonst wem jedes Mal so ein paar Tricks zeigen. Ja, also immer so ein bisschen so angeben auch und so ein bisschen guck mal, was ich hier kann. Wie oft im privaten Bereich zauberst du vor deiner Freundin, Familie oder? Immer. Immer, die ganze Zeit.
Also sagen die dann auch mal so, jetzt ist aber mal gut mit dem Scheiß. Nee. Oder wirst du weniger eingeladen? Hast du sowas gemerkt im Laufe der Zeit? Das habe ich gehofft, aber nein. Okay. Oder im Freundeskreis, dass die so, ach, wir laden ihn nicht ein, der holt wieder Münzen aus dem Ohr oder so. Nee, die finden das mega. Die fragen auch mal, auch, kannst du nicht was zum Zaubern bringen oder so? Ja. Das wollte ich eigentlich fragen, ob es nicht irgendwie nervt, dass sich ständig jemand vielleicht fragt, oh, kannst du einen Mann, komm, mach mal hier was schnell hier. Eigentlich nicht. Ich okay. liebe es in jeder Lebenssituation. Und du bist doch immer vorbereitet wahrscheinlich, ich ne? Ich habe immer ein Kartenspiel immer dabei. Irgendwas... Mindestens ein Kartenspiel habe ich dabei. Ja, und die fragen mich schon, bringst du was zum Zaubern mit oder so? Mhm. Das Einzige, wenn ich... Es gibt nur eine Situation, in der ich keinen Bock auf Zaubern habe. Und das ist, wenn ich gerade von einer Show komme, weil so eine Show... Mhm. Meine, wenn man mich bucht, zauber ich eine Dreiviertelstunde. Und das sieht vielleicht nicht so aus, aber das ist extrem anstrengend. Du musst konzentriert bleiben. Die ganze Zeit, ne? Zu 150% konzentriert, die ganze Zeit. Es ist sehr anstrengend. Und da, das ist der einzige Moment dann davor, wo du nicht zauberst. Also auf Toilette, wenn du auf Toilette immer, sitzt, ja. Großes es Geschäft. Es gibt tatsächlich sogar einen Plan, der heißt Locus Pocus. Ja. Und lass mich raten, da ist der Zaubertrick, dass die Luft stinkt. Nee. Das wollten wir auch machen. Wir wollten eigentlich so ein Quiz mit dir. Nee, das wollten wir nicht machen. Doch, nein. Wir wollten ein Quiz mit dir machen, wie viele Klischeesprüche du schon in deinem Leben gehört hast. Ja, das können wir gleich. Das machen wir aus Zeitgründen, glaube ich, dann heute nicht mehr, oder? Das kommt hier morgen nochmal vor. Ja, wirklich. Nee, ich kann gleich gerne mal auch ein paar Sachen sagen. So diese klischeehaftesten Klischeesprüche, ja. Der Klischee ist. Also Locus Pocus, ja? Locus Pocus ist aber gut. Zauber, die auf Klo sitzen und Tricks verführen. Was ist denn Locus Pocus? Ja. Achso, nee, so weiter sind wir noch nicht. Ja, das, deswegen. Achso, ihr habt das Wort und dazu, daraus müssen wir irgendwas machen. Achso, ihr habt das euch patentieren lassen? Nee. Auch oder nicht. Oh, Stell ran. Kümmer dich drum, ne? Ja. Nee, aber tatsächlich hängt auch bei mir zu Hause an der Toilette das Wort, das Schild Locus. Ja, kannst du die Zukunft schon mal drunter schreiben? Eine Rotz- und Wasserproduktion. Eine Rotz- und Wasser. Was gibt's da zu lachen? Ja, wirklich noch lachen, also süß. Oh, geil. Endlich kriegen wir mal Geld fürs Nichtstun. Ja? Deswegen. Mensch, also Tobias. Ja. Du hast dir diese Folge heute gewünscht. Andere Leute müssen dafür 150 Euro zahlen. Du kommst einfach hier vorbei. Das hat auch 150 Euro gekostet. Die Tankkosten waren bestimmt teurer als 150 Euro. Warte, dann möchte ich den Verwandten hier. Ich wollte gerade sagen, ich möchte gerne, dass... 30 genau. Genau. Ich beantworte das mit einem Olli-Spruch. Das ist nicht unser Problem. Ja. Aber... Kann ich streichen? Deswegen bist du heute hier und hast dir diese tolle Folge gewünscht, ne? Ja. Die ich wahrscheinlich erst in 5, 6... Also deine Assistentin ist wirklich reizend. Stell mir auch gerade vor, sie bringt dir irgendwas auf die Bühne, geht wieder und knallt dann die Tür hin. Dürfen, das kurz Ruhe ist. Dürfen wir das verraten, dass ihr liiert seid? Ja. Okay, also deine Assistentin ist auch deine Lebensabschnittsgefährtin der Zeit. Das ist korrekt. Ne? Und sie ist wahrscheinlich auch, weil Baby das ja eben gefragt hat, irgendwie so, wie oft ist sie genervt, wenn du so einfach so Zaubertricks machst und ihr ist gerade nicht danach? Gar nicht. Das geht auch nicht. Also, wenn ich jetzt jemand hätte, der da viel genervt von ist, wenn ich dann was mache, weil ich bin ja, es ist ja nichts, was ich abschalte. Ich bin ja dauerhaft Zauberer. Mhm. Also auch wenn ich zu Hause bin, auch wenn man einen Film guckt, sitze ich da immer mit meinen Karten, mach irgendwie Sachen. Da würde ich ausrasten. Das ist ja schon so ADHS-mäßig fast. Selbst wenn ich zocke, dann gucke ich mir nebenbei was an, was mit Zauberei zu tun hat. Irgendwie. Na gut, das ist ja so Second Screen-mäßig. Auch schrecklich. Das ist ja, was ihr jungen Leute eh generell für ein Problemleben habt. Ne? Dass aber wenn ihr euch so konzentrieren könnt. Wenn es rund um die Uhr wirklich... Wenn du gerade wirklich überlegt, was mache ich jetzt, damit er das Maul hält? Ich denke mir einen Trick aus. Wenn es aber wirklich rund um die Uhr machst, kompensierst du damit irgendwas? Ist es irgendwie eine Energie, die weg muss? Oder Hast du nie die Schnauze, dass du sagst, jetzt zeig mal die Schnauze voll? Nein, ich mache es durchgehend. Also ich meine, ich kenne es ja, ich bin ja auch durch und durch Podcaster, also ich kann ja nicht ohne die beiden und nicht ohne Mikrofon. Ja. Das hast du drauf, oder? Ja. Das kannst du noch gegen ihn verwenden. Das Problem ist, es ist ihm egal. Ja, so klar. Selbst wenn ich sage, Olli, du weißt schon, was du da erzählt hast. Ja, und? Was interessiert mein Geschwätz von gestern? Genau, richtig. Aber jetzt mal und trotzdem lieben die Leute ihn. Aber ich stelle mir vor, ich gucke mit dir einen Film, ja, und Gandalf fällt gerade da von der Brücke. So. Flieht, ihr Narren. Ja, flieht, ihr Narren. Und du kommst an und holst mir gleichzeitig eine Münze aus dem Ohr. Es ist so. Witzig. Flieht, ihr Narren. Zieh eine Karte. Da will ich aber mein Herr der Ringe spielen müssen. Aber dann ist sie ja wirklich entweder wirklich sehr in dich verliebt oder sie hat eine Engelsgeduld. Ja, beides. Gut, oder sie sagen, steht auf Zauberer. Auch das. Zauberer. Hat sie schon, vielleicht hat sie als Kind schon gesagt, ich möchte mal mit einem Zauberer zusammen sein. Nicht mit einem Piloten, mit einem Polizisten, mit einem Politiker. Ich möchte mal mit einem Zauberer zusammen sein. Das ist so, wenn man
Wenn man sich sagt, boah, ich würde gerne später, wenn ich groß bin, so durchgehend verarscht werden. Das wäre schon gut. Das war mein Berufswunsch später und hat geklappt. Ja. Darf man fragen, wie ihr euch kennengelernt habt? Auf einer Veranstaltung, oder? Nee, ich habe sie an der Tankstelle angequatscht. Du hast sie angesprochen. Ja. Wie hast du dir eine Münze aus dem Ohr geholt? Erstmal klatschen, ja. Das ist sehr mutig. Ja, das ist wirklich mutig. Lass mich raten, wie. Sie hat gerade getankt, du bist hin hast, und sie hat dabei so Grimassen gezogen. Und dann hast du sie gefragt, ist das normal? Und sie hat geantwortet, nee, das ist super. Oh. Oh nein. Moment mal, ich hab dich aber jetzt ein bisschen dabei erwischt, wie dein Lachen ist, war am Anfang ehrlich. Das war nicht gespielt. Dann dachtest du so, nee, das kann ich jetzt nicht bringen. Das kam so unerwartet, ich war nicht vorbereitet. Also ich wusste schon, worauf der Witz hinausgeht, weil den hat Thomas schon ein paar Mal gebracht in allen Konstellationen. Ich teste auch ein bisschen, ob er wirklich so ein großer Zentrale-Fan ist. Mhm. Weil das Witzige ist, er hat gesagt, oh, er liebt die Zentrale. Und stimmt, der Witz ist schon 80 rausgefunden. Mal. Wir haben schon rausgefunden, er hat nicht einen Adventskalender gehört. Mhm. Ja. Und Drei Tag auch nicht? Drei Tag die Folgen hat er auch nicht gehört. Und irgendwann habe ich, glaube ich, so zwischen den Zeilen gelesen und die Folgen 1 bis 40 auch nicht. Doch, ich habe die alle nachgehört. Du hast die alle nachgehört? Ich habe die alle nachgehört. Aber nicht, du kanntest den Superwitz nicht? Ich kann mir nicht alles merken von dem, was ihr erzählt, wirklich nicht. Ja, du zauberst ja mal nebenbei. Ja, richtig. Stimmt, du bist ja unkonzentriert dabei, ja. Nee, aber, genau, ich hatte sie an der Tankstelle angequatscht. Das ist auch eine lustige Geschichte. Ich war tanken und dann hat meine Karte nicht funktioniert, weil die Karte irgendwie kaputt gegangen ist oder so. Und dann musste ich meinen Onkel anrufen und fragen, so, ey, kannst du mir Geld vorbeibringen? Und in der Zeit saß ich da halt an der Tankstelle, ja, hab mir ein Däumchen gedreht und dann kam sie halt vorbei. Dann hast du was gesagt? Ey, kennen wir uns nicht irgendwo her? Oh, auch noch so billig. Du bist Zauberer, wortgewandt. Und nein, ich dachte, ist das aber dein Anmachspruch? Das ist dann kein, ich dachte wirklich, ich kenne sie irgendwo her. Ich dachte, du wärst mein Onkel. Und die Frage ist ja, hast du deine echten Däumchen gedreht oder waren das so Plastikdäumchen? Ja, das war so falsch. Du hast aber wirklich gedacht, du kennst sie von irgendwo. Ich dachte wirklich, ich kenne sie von irgendwo. Okay. Wir haben das sogar danach aufgeschlüsselt. Ich kenne sie vermutlich von einem Festival, was bei uns in der Nähe mal stattfindet. Ah, dann war es doch nicht so. Dann nehme ich meinen Applaus wieder weg. Dann war es doch nicht so mutig. Nee, wenn ich jemanden sehe, ich finde es trotzdem mutig. Wenn ich jemanden sehe, den ich glaube zu kennen, hau ich ab. Dass er mich bloß nicht sieht. Okay, dann bin ich wieder voll bei dir. Ja. Ich finde dich super, dass du das gemacht hast, weil ich wäre auch weggerannt. Aber weggerannt. Das ist ja, das ist so der Punkt. Die Leute, die ich kenne, die mögen mich meistens. Ja, das ist bei uns halt anders. Ja, richtig. Deswegen. Ich muss auch fragen, wo ist sie jetzt eigentlich hin? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, egal wo sie ist, wenn sie wiederkommt und wir sind immer noch nicht bei der Folgenbesprechung, rasten sie aus. Hat sie jetzt einfach meinen Schlüssel eingesteckt? Ist weg? Oder klingelt sie? Ich habe keine Ahnung. Wohnt sie jetzt hier? Ja, wo ist sie? Ja? Sie holt unseren Kopf. Also man merkt, das können ja die Hörer nicht sehen, aber man merkt, sie fühlt sich hier wohl. Sie hat sich wirklich gemütlich auf der Couch gemacht. Sie ist sehr aufgetaut, weil am Anfang hat man gemerkt, sie ist eigentlich nur hier, weil du Lust hattest, in den Podcast zu sein. Sie war am Anfang, glaube ich, sehr, sehr schüchtern und auch so ein bisschen wie, was sind das hier für Idioten? Aber ich glaube, wir haben inzwischen auch ihr Herz. Jetzt weiß sie, was das für Idioten sind. Genau, richtig. Apropos Idioten. Die drei Fragezeichen. Der war nicht schlecht. Bevor wir damit anfangen, ja, hätte ich noch eine kleine Sache, womit ich vielleicht die Zuhörer verzaubern könnte. Ja. Das eine kleine Illusion, die vielleicht bei euch jetzt gerade über Spotify oder wo auch immer ihr es hört, funktioniert, ist natürlich eine weite Entfernung, funktioniert vermutlich nicht bei allen, aber vielleicht könnt ihr ja mal hier kommentieren unter der Folge, ob das bei euch geklappt hat oder nicht. Ihr drei könnt natürlich auch. Ich möchte auch mitmachen. Was brauche ich denn? Gar nichts. Du musst nachdenken. Das ist gut, ich habe gerade nichts. Schwierig. Der war gemein. Der war gut. Okay, sehr schön. Ihr könnt natürlich auch hier direkt mitmachen und bitte versucht mal euch das vorzustellen, okay? Okay. Stell dich mal bitte nicht sagen und auch ihr bitte zu Hause, obwohl ihr könnt sagen, ich höre euch sowieso nicht. Stell dich mal bitte irgendeinen Ort vor. Irgendeinen Ort, okay? Und jetzt nimm den letzten Buchstaben von diesem Ort und stellt euch ein Land vor, das damit anfängt. Okay, das ist so kompliziert, das muss ich mir irgendwie aufschreiben. Okay. Jetzt nimmt den letzten Buchstaben von dem Land und stellt euch damit einen Beruf vor. Mhm. Und jetzt gleiches Spiel. Jetzt nimmt den letzten Buchstaben von eurem Beruf und stellt euch damit eine Blume vor. Oh Gott. Oh. Ja. Okay. Eine Pflanze oder muss eine Blume, bitte? Oh. Vielleicht riecht ihr ja schon. Das. Doch, klar. Vielleicht riecht ihr die Blume gerade schon. Oder hier Blumen fühlen sich auch teilweise echt anders an. Vielleicht habt ihr das Gefühl gerade schon in der Hand. Aber von der Blume jetzt nochmal weg. Nehmt den letzten Buchstaben der Blume und denkt bitte an eine Frucht, an irgendein Obst. Nee, da will ich nicht. Kein Obst. Da will ich nicht die einfachste nehmen. Weil ich glaube. So, und jetzt 5, 4, 3, 2, 1,
Ende. So, ich hoffe, ihr habt eine Entscheidung getroffen. Ja. Musste die nehmen, einmal, weil ich so dumm bin. Jetzt einmal an meine heutigen Gäste. Ah, nee, ich bin der Gast, ne? Nein, ich fühle mich. Es schwankt, sagen wir mal so. An meine drei Mitpodcaster hier. Schick mir mal kurz zu, was du an was für Frucht ihr gedacht habt. Okay, einmal so. Soll ich es dir sagen oder über meine gedanklich Vibes? Gedanklich. Und liebe Zuhörer zu Hause jetzt gerade oder wo auch immer ihr seid, ich weiß nicht, was ihr mir gerade zuschickt. Ich hoffe, ihr schickt mir auch was zu. Aber falls ihr gerade so den Geschmack von so einer Erdbeere... Ich hasse ihn wirklich. Ich habe extra gesagt, nein, Erdbeere ist so einfach. Ich muss mir schnell was anderes einfallen lassen. Olli, ich habe mitgeschrieben. Ja, ja. Guck mal, was da steht. Natürlich steht da Erdbeere. Ja. Und was war die Pflanze davor, die Blume? Hä? Was weiß denn ich? Ich habe mich nur auf deine letzte Frucht jetzt konzentriert. Das ist doch das Einzige. Ich sag's, er steht da wirklich. Aber vielleicht, wie gesagt, wenn bei euch der Zauber zu Hause jetzt auch passiert ist, dann schreibt das gerne mal hier bei Spotify in die Kommentare, schreibt's bei Instagram, schreibt's Thomas privat. Ich bin mir zu 99% sicher, dass ich weiß, wie das funktioniert hat. Beziehungsweise, aber ich darf's nicht verraten. Dürfen wir weiter darüber reden oder willst du das lieber nicht? Wir können auch langsam zur Folge gehen. Ja. Auf einmal! Na gut, tu mal ihnen den Gefallen. Also, legt jetzt eure Schachtel Joghurtte weg. Ja. Wegen Erdbeere, weißt du? Ja, ja. Ja, danke, Thomas. Oh, nee, ich hatte das nicht gecheckt. Okay, für Tobias darfst du so Sachen erklären. Nee, ist jetzt auch halb. Also, Tobias, der heute hier bei uns zu Gast ist, hat sich Folge 181 gewünscht von die drei Fragezeichen mit dem schönen Titel Das Kabinett des Zaubers. Bei mir, da ist gar kein Und davor, ne? Das merkt man nicht, oder? Tobias, was hältst du denn davon, dass mein Und davor steht? Ich meine, ich lerne doch nicht, weil ich immer die Büchse der Pandora habe. Ganz ehrlich, du hast jetzt so Buchrücken und die stehen im Schrank. Ja. So, und dann steht da manchmal ein und manchmal nicht. Und das macht mich wahnsinnig. Das macht mich auch wahnsinnig. Nein. Das Schlimme ist, die ersten 40, 50, 60 Bücher steht immer ein Und davor. Immer fängt man an, und das Kabinett des Zaubers. Und in dem Fall hätte man wirklich und das Kabinett des Zaubers machen können. Also, ne? Ich meine, es schadet ja bei den meisten Folgen nicht, wenn da ein Und bei steht. In eben. Und da hätte man das einfach weiterführen können, weil es sieht doch schön aus. Ja. Das ist so wie, ich habe ja gesehen, du hast ja auch die lustigen Taschenbücher stehen. Stell dir mal vor, ihr habt da dieses Bild hinten und ein Bild ist plötzlich so. Es gibt es manchmal so bei dem Buchrücken, dann ist plötzlich der Farbton Tacken verändert. Nee. Oder es ist halt so schief aufgeklebt, dass es einen Millimeter nach oben verrückt ist. Das wäre so für mich ein Grund, das nochmal zu kaufen und dann hättest du halt richtig geprintet. Das wäre für mich ein Grund, wohl Disney zu ermorden. Okay. So, ja, weißt du uns, wo das Papier herkommt von den lustigen Taschenbüchern? Aus Entenhausen. Nee, aus dem Walt Disney. Aber ich finde schön, wie du dich in dieses Niveau hier so einintegrierst, ja? Das muss man wirklich lobend erwähnen. Mission complete. Ja. Warte, ja. Also, Buch Nummer 101. Oh, er hat gerade seine Karten gemischt. Ja. Jetzt ist er wirklich ganz unten angekommen. Das ist halt tatsächlich, kann man aber auch Karten zusammenkleben und weißt du, was das dann ist? Das ist Mission Impossible. Der war schlecht. Der war richtig schlecht. Das ist aber auch so der älteste Zauberer-Joke dieser Welt. Willkommen bei unserer Folgenbesprechung. Ja. Jetzt alle, bin ich die da angekommen. Geil, die haben Zauber zu Gast und merken, das sind einfach nur Scheißbätze. Ja. Ah, ist das schön hier. Du, Thomas, ich muss dich mal was fragen. Aber du hattest doch früher mal zu viel Geld. Was hast du denn dagegen getan? Oh, Geldprobleme? Na, ich habe mich an Rotz und Wasser gewandt. Rotz und Wasser? Ganz recht. Die nehmen dir Geld ab. Fast ohne Gegenleistung. Ganz ohne Gegenleistung? Fast ohne Gegenleistung. Aber die bieten mehrere Stufen ein, das Geld abzuzocken. Da ist bestimmt auch was für dich dabei. Meinst du? Na, ganz sicher. Kick mal hier, Olli. Die erste Stufe, das sind 3 Euro. Ja, das ist jetzt nicht ganz so viel, was du da bezahlen musst. Aber dafür bekommst du auch nur die Folgen, circa eine Woche früher als die Öffentlichkeit. Und manchmal bekommst du auch eine exklusive Behind-the-Scene oder so wie sie es nennen, Outtake-Folge. Ja, die musst du aber ertragen, weil die ist nicht so gut, ja. Und die bekommen die anderen auch alle nicht, ne. Das bekommst du für dein Geld, ja. Also auch wenn du's willst oder nicht. Ja, und was habe ich davon? Naja, dann wären 3 Euro im Monat schon mal weg. Ah, ja. Und das Beste ist, du musst dir das alles gar nicht anhören, ja. Du gehst ja keinen Vertrag ein. Du gibst ihnen einfach dein Geld und musst es nicht hören. Das ist ja super. Geht doch mehr? Na klar. So, schau mal. Oh, hier nehmen die einem sogar 30 Euro ab. Ja, aber auch hier bekommst du fast gar nichts. Melde dich noch heute an und dein Geld verschwindet fast ohne Gegenleistung. www.patreon.com/rotzundwasser. Den Link findest du auch hier in der Videobeschreibung. Rotz und Wasser. Lose money the smart way.
Apropos, wenn du zu viel Geld hast und dazu noch einen Riesendurst, haben wir auch eine Lösung für dich. weareholy.com/diezentrale. Hier wirst du geldlos und bekommst zusätzlich noch einen Mix leckerer Holy Shakes. Bei deiner ersten Bestellung ziehen wir dir mit dem Code Zentrale5 vom Preis zwar noch 5 Euro ab, aber schon ab der zweiten Bestellung kannst du den vollen Preis zahlen. Code Zentrale5. Rotz und Wasser. Lose money the smart way. 5 als Zahl. So, liebe Hörerinnen und Hörer, wir machen jetzt an dieser Stelle einen Cut. Das war jetzt nur einfach das Vorgespräch mit dem lieben Tobias. Die eigentliche Folgenbesprechung ging dann auch nochmal viel, viel länger, weil wir aber einfach jetzt auch mal das Feedback bekommen haben, wenn wir Gäste haben und dann, ihr kennt ja, unser Vorgeplänkel geht immer sehr lange und bei einem Gast möchte man dann natürlich auch dem Zeit einräumen, dass er sich ein bisschen vorstellen kann. Und ihr wisst auch, wie wir eine Folge besprechen. Deswegen, das Ganze war alleine fast 5 Stunden Aufnahmezeit. Und deswegen endet hier der erste Teil. Die eigentliche Folgenbesprechung hört ihr dann in der nächsten Woche. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder einschaltet. Und bis dahin, alles Liebe, alles Gute. Tschüss. Und das nächste Mal bei Die Zentrale. Was ich sagen wollte, Iger Rush Cover sind oft nicht besser, ist mir aufgefallen. Ja, weil die so rasch hingekritzelt sind. Okay, oh, Thomas, jetzt hör mal. Also jetzt wirklich langsamer Schluss, ja. Okay. Jetzt gibt's was hinter die Ohren und das sind keine Münzen. Die benutzt doch aber auch diesen besonderen Stift, den Air Rush. Tobias, das gilt doch für dich. Habt Anregungen, Lob oder Kritik? Dann meldet euch. Das geht zum Beispiel über Twitter an @zentrale_die oder @wasserrotz. Oder ihr meldet euch über Instagram bei die_zentrale oder Rotz und Wasser Podcast. Sprachnachrichten über WhatsApp gehen natürlich auch. Die schickt ihr an 0178 1345 227. Und wer sich das jetzt alles nicht merken konnte und immer noch keine Lust hat, zurückzuspulen, geht am besten einfach mal auf die Website rotz-und-wasser-podcast.de. Da findet ihr alle Folgen beider Podcasts und könnt auch dort ein paar Grüße hinterlassen. Also, es lohnt sich.